Als erstes will ich Ihnen den Bernd Schildger vorstellen. Professor Bernd Schildger ist, wo ist er überhaupt? Muss ich ein kompromittierendes Bild zuerst noch zeigen? Bernd Schildger! Ein riesen Säunickel, muss ich sagen. Das ist also jetzt fast ein bisschen grusig für mich. Sind die lebig? Ja, klar. Gut. Also, nehmt euch bitte Platz. Der Bernd Schildger ist, wie gesagt, Professor, Chef vom Tierpark Tal Hölzli, Bärenspezialist, Amphibienspezialist. Und du machst Vorträge, in sehr interessante Referate. Kannst du mal so eins ein bisschen anreissen, wie das wieder anfangen? Oder soll ich dich interviewen? Die Dame gehört zu mir. Ich bin ein Gorillamann. Das ist die einfache Form der Kommunikation zwischen Männern und gegen Männer, wo der Mann klarstellt, dieses Tier gehört zu mir. Hm? Also, um was geht es in deinen Vorträgen? Um was geht es in deinen Vorträgen? Gefühl. Gefühl für die Natur, die wir nutzen, vergessen und von der wir uns entfremden und die im Grunde die Grundlage unserer Existenz ist. Wir produzieren nichts, kein einziges reales Produkt ohne die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und in dieser Gesellschaft ganz besonders, und damit meine ich nicht die schweizerische, sondern die Weltgesellschaft, ohne Rücksicht auf kommende Generationen. Bist du Veganer? Nein, Gott bewahre, ich liebe Fleisch. Aber das ist ja auch Ausbeutung. Ohne Zweifel. Und das ganze Leben ist Ausbeutung. Aber es gibt so quasi einen guten Aspekt der Ausbeutung. Und der fängt an bei, im Grunde genommen, der Evolution, die einzelligen Tierchen, die als Kommunikation schlicht und ergreifend die Berührung hatten und deren einziger Sinn und Lebenszweck darin bestand, erstens Fortpflanzung und zweitens Nahrungsgrundlage zu sichern. Und das mit der Nahrungsgrundlage sichern, das ist bei uns noch immer so. Wir haben nur leider vergessen, wie das ist als Jäger. Obgleich es in unserem Genom noch immer vorhanden ist und deshalb brauchen Männer ja Spielzeuge, das ist der Jagdersatz. Wir sind ja an einem Messe, wo es um Kommunikation geht. Tiere kommunizieren, das weiss man. Haben Tiere auch Humor? Ja, mit Sicherheit. Ich bin mir sicher, dass der Gorilla, der das mit Ihnen hier gemacht hätte, wenn eine Glasscheibe dazwischen gewesen wäre, ein Grinsen auf dem Gesicht hätte, das unserem nicht unähnlich ist. Es gibt aber auch Kommunikation, von der wir glauben, sie sei Humor bei Tieren. Die Streifenhyäne, bei der es eine Übersprungsreaktion ist, wenn sie sehr aufgeregt ist, ein Jagdopfer sieht, sich angegriffen fühlt, die fängt auch an mit diesem Keckern. Oder der Guawab, Guawab, Guawab. Ist halt ein Vogel aus Australien, bei dem es schlicht und ergreifend dem Auffinden von Weibchen dient, aber keineswegs ein Lächeln ist. Kommunikation, ja. Lachen scheint mir in hohem Maße für Primaten reserviert zu sein. Pferde, die grinsen doch auch immer so. Ja, Pferde sind natürlich viel trivialer. Die Reiterinnen und Reiter mögen es mir verzeihen, aber das scheinbare Grinsen des Pferdes, das man ja so oft sieht, auf den Bildern mit ich habe so wenig Lippe. Es ist sogenannte Flehmen, bei dem das Pferd die Umgebungsluft einsaugt und zum oberen Rachendach führt und die Duftpartikel, insbesondere der rossigen Weibchen, zu riechen. Mit Humor hat es wenig zu tun, eher mit Fortpflanzung. Aber das wiederum hat mit Humor zu tun? Ja, meistens. Es kommt ja ein bisschen darauf an, wie man es betreibt. Das kann ja sehr lustig sein.
Du, wie ist eigentlich deine Frau im Humor gegenüber eingestellt? Ich meine, wenn du da so Kapriolen machst. Frauen gewöhnen sich ja an alles. Im Grunde genommen gehen ja Männer auf das Spielfeld draußen. Sie wurden auf die Jagd geschickt, um die Ressource beizuschaffen. Für das reale Überleben der Spezies Homo sapiens waren immer die Frauen zuständig. Gut, danke vielmals. Professor Bernd Schildger ist das gewesen. Merci.